Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5. Heute wird's cool. Es geht in den Dschungel von Nanjong. Tatsächlich. Denn im letzten Part haben wir die Prüfung von Sun Tzu gemacht auf Chaos. Das Ganze war super, super spannend. Lass sich das ja unbedingt mal anschauen. Sun Tzu versus Yuji. War richtig cool. Charco haben wir schon im Rahmen der Link-Talk-Story gemacht. Chibi haben wir schon im Rahmen der Link-Talk-Story gemacht. Flucht aus Chibi haben wir auch schon mal gemacht. Nämlich in der Schuh-Story. Da ändert sich nämlich nichts dran. Hefei haben wir schon gemacht. Das heißt, es geht weiter mit der Invasion von Nanjong. Die Naman-Stämme sind Wu unterlegen. Wir siegen Meng Huo. Ja, auch in der Nähe des Wu-Gebiets haben so ein bisschen die Barbaren des Dschungels rebelliert. Und ja, auch die Wu-Truppen haben da eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Mit den Naman-Truppen. Und die werden wir heute hier und jetzt erleben. Ich weiß nicht. Wer ist die treffendste Person dafür für diese Schlacht? Ich denke, Luxun. Ja, Luxun darf den Barbarenaufstand niederschlagen. Oh, ist er hier ein Wei-Offizier oder was? Ah, das gefällt mir bei Weiden am besten, das DB4-Outfit. Na komm, wir spielen Dice Voice 5. Ich nehme jetzt das DB5-Outfit. Ja, das ist eine kleine, aber feine Schlacht. Nicht allzu groß. Seine Waffe ist der Falke. Richtig viele Sachen drauf. Mittel. Leicht wäre schöner, ne? Dann hätten wir noch den Adler. Das ist die dritte Waffe. Füllte Säbel die zweite Waffe. Und die erste Waffe der Doppelsäbel. Die sehen eigentlich beide nice aus. Sowohl der Falke als auch der Adler. So. 300 Amulett weg. Tempelsprungrolle passt ganz gut zu. Ich weiß nicht. Range brauchen wir auf jeden Fall. Da er eben halt nur diese kleinen Dagger hat, sag ich jetzt mal. Diese kleinen Säbel. Hm. Ja. Lass ihn mal so. Klingt am Plan. Kong Long? Wollen wir Kong Long mitnehmen? Ja, komm. Kong Long, du bist der Auserwählte. Sei froh. Wir gewinnen, wenn Meng Huo stirbt. Wir verlieren, wenn Sun Quan besiegt wird. Bei unseren Truppen haben wir Sun Quan mit Zhuge Jin als Unteroffizier, Sun Shek Xiang. Lu Meng ist auch am Start. Wir sind nur einfach Unteroffizier. Und Zhou Tai. Bei Gegner Meng Huo mit seinem Bruder Meng Zhou, Zhu Rong, King Du Zi, der Giftmeister. Und Jin Huan Sanji. Mit Ahu Inan und Dong Tuna. Lol, als Unteroffiziere. Gerade die beiden, ne, die ja auch die Namantrum verraten haben. In manche Dice Voice Style. Und eben als Schuh übergelaufen sind. Die Wu-Armee ist in die Ländereien von Naman eingedrungen. Doch der Naman-König Meng Huo hat die verschiedenen Naman-Herrscher vereinigt, um Widerstand zu leisten. Ja, man kennt das von Empires. Die Naman-Gebiete sind in zwei Gebiete aufgeteilt: einmal den tiefen Dschungel, das will ich im Südwesten. Und dann ein Gebiet östlich davon. Und das ist das. Und das nah beim Wu-Gebiet. Da gab es die Auseinandersetzung. Don't you think the front is a bit overextended? Hm, you're right. Everyone heed Lu Xun's warning. Oh. Lu Xun riecht schon wieder, dass hier was Böses im Busch ist. Oh ja, wir dürfen wieder gegen die Naman-Truppen kämpfen. Ich mach das so gerne, ich liebe das. Ah, ist immer was Besonderes, hier im Dschungel zu sein. Hier fühle ich mich wohl. So, Dong Tuna. Komm her, altes Haus. Bam. Ah, sieht so geil aus. Mit dem Feuer dazu. Here I go. Ah, das war dein Final Battle. Und der hat so ein cooles Design, ne, Dong Tuna. Er ist tri-hardest. Blacker than black. Ich weiß nicht. Manche haben noch dunklere Hautfarbe als andere. Weiß nicht, wie das kommt. Ich finde es so cool, dass es so viele verschiedene Skins gibt. Von den Naman-Leuten. Ich mag Black People, ey. Immer, wo ich mit Farbigen in Kontakt kam, hatte ich echt eine gute Zeit. Sind übelst gechillte Leute. Ist auch wieder noch ein Grund, die Naman-Truppen zu mögen. Weiß nicht. Immer gute Erfahrungen mit solchen Leuten gemacht. Auch in der Smash-Szene, da gab es auch ein paar. Die sind super gechillt. Weiß nicht.
Wie sieht's aus? Diese Musik ist so geil. Tin Huan San Chi und Zhu Rong. Ja, komm, besiegen wir die erstmal. Aber da ist auf jeden Fall was Böses im Busch. Ich glaube, das Hauptlager wird bald angegriffen. Guck mal, da oben ist einfach nichts los. Da werden noch Hinterhaltstruppen kommen, Leute. Der riecht den stinkenden Fisch auch schon. Nicht nur ich, I guess. Und nicht nur Luxun. Come on! Zhu Rong! Ah! Oh mein Gott. Kriegt die da nicht vor Elefanten runter, weil hier überall Armorschütze sind und die übelst Damage machen und mich übelst nerven. Wo ist die, wo ist die, wo ist die? Wo ist die, wo ist die? Lalalalalala. Gut, dass ich auf die Karte geschaut habe. Im Musu-Angriff war ich halt unverwundbar jetzt. Richtig gnadenlos ausgenutzt, Leute. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Press the enemy forces beneath us. Komm, runter jetzt hier. Zhu Rong. Runter, nein. Oh mein Gott. Ja, so geht's am besten. Hast du gesehen? Wo macht man das? Oh, die arme Zhu Rong. Komplett durchgepimmelt wurden die. So muss das sein. Haha. Who's the Elephant Master now? Yes, let's go, let's go, let's go, let's go! Oh, wie der Elefant ausrastet. Er ist wohl nicht erfreut über seinen neuen Herr und Meister. Tja, macht nur Spaß. Okay. So viel zum Elefanten. Haben wir mal wieder ein bisschen Fun mit denen gehabt. Ja, genau, wir haben hier die Feuerkugel. Hat Luke so eine tiefe Stimme, wenn er angreift. Passt gar nicht zu ihm, ey. Öffnen wir schon mal das Tor. Rieche Böses hier auf dieser Seite. Ist nur eine Frage der Zeit, Leute. Prepare yourself. Du bist nicht Ike. You think you can break through our defenses. Ja, der Angriff, der die Gegner in Luft schleißt, ist so toll von ihm. Dann super laggy. Okay. Verteidigungslage schon mal eingenommen. Also wenn das Hauptlager wirklich in Schwierigkeiten gerät, wenn da oben noch Streitkräfte kommen, dann können wir da schneller hinkommen. Das Verteidigungslager halt wächst. Charge! Was chargst du denn? Deine Batterie? Oder dein Handy? Who knows? Wir werden das nie erfahren, dass er gecharged hat. Weiß nicht, Luxus Moveset. Ist ja irgendwie komisch verändert. Auch der Finisher ist nicht mehr so geil. Aber ist immer noch okay, ne? Hat sich sehr verändert. Ich mach dir das alte Moveset mehr. Auch der Angriff, der die Gegner in die Luft schleudert. Vor der zweiten Waffe, der letzte Finisher, ist nicht so toll, to be honest. The moron fell for it! Oh mein Gott, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Ach du heilige Scheiße. Go! Go! The enemy general is wide open! Ach du heilige Scheiße. Und da kommen die Tiger rein. Wir reden nicht vom Tiger von Jiangdong. Das sind wilde Tiger, Leute. Wilde Tiger. Ob sich damit die Wut rum auskennen, wage ich zu bezweifeln. Jetzt müssen wir erstmal ganz schnell das Hauptlager verteidigen. Ansonsten wird zum Quan sterben und dann ist GG. Ja, was soll man? Ich hab's gewusst. Ich hab's mir gedacht. Ich komme mich an die Schlacht wirklich nicht mehr erinnern. Oh, King Mulu ist natürlich da. Der beste Bändiger. Was? Hier habe ich den Feind nicht erwartet. Ich schon. Das sah man noch. Da war die Karte einfach leer. Da war nichts. Keine Verbündeten, keine Gegner. Immer wenn man sowas sieht in der Dynasty Warriors Spielereihe, dann kann man davon ausgehen, dass da auf jeden Fall was noch passieren wird. Okay, ich glaube, das war der schnellste Weg. Oh, Einsatzleiter, was will der denn? Was leitet der denn für einen Einsatz, ne? What the fuck? Komischer Dude. Ah, die Brücke wurde gesichert. Jo, die wollen die Brücke einreißen. Oh mein Gott. Da wäre es ja noch schwieriger gewesen, zu Zhu Rong zu kommen. Boah. Das war mein Lucky Day, ey. Ich hab echt Glück gehabt, dass ich es random gesehen habe.
Das war so blöd gewesen. Holy shit. Oh, die Beastbändiger hier sind so. Können sie mal Bomben werfen? For no reason. Nur Beastbändiger sind auch Bombenwerfer, Bombardiere. Super eklig, die können alles. Wow. Die sind insane. Und überall Elefanten hier. Mann, ist das nervig. Noch nicht wirklich so, Quan. Ist noch nicht in unserem Favor. Erst wenn King Lu besiegt ist. Der muss noch erst verschwinden. Kriegen wir hin. Prepare yourself! Feuerkugel ist nice, die werde ich gleich gegen den Hunger nehmen. Habe ich jetzt noch nicht wirklich oft verwendet, aber die wird noch zum Einsatz kommen, glaube ich. Was? Yo! Lumeng hat's gewusst! Genau wie ich! Trotzdem, kann ich ihm noch ein bisschen helfen. Und dann nur auf der einen Seite. Ach, Lumeng. Wir helfen jetzt hier, das Lager einzunehmen und dann werden wir noch ein bisschen uns um die anderen Dudes kümmern. Wir wollen ja jetzt nicht hier durchrushen. Gegen Dusi werden wir noch besiegen und die ganzen Lager da einnehmen auf der Ostseite. Kriegen wir schon hin. Oh, yeah. Let's go. Oder wollen wir Ganding das Lager überlassen? Mm, nein. Der Ruhm für mich. Naja. Du mich auch, sehe ich. Not so easily. Zwei, drei Hits und er ist tot. Und er ist im Chaos-Mode. Peinlich. Peinlich für ihn. Pretty good, hä? Huh? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das bleibt so Quan. Er rusht voll nach vorne. Ich hab Angst. So Quan, dann stirbt's. So Quan, zieh ich mal wieder ein bisschen zurück. Du sollst hier alle Fronten kämpfen gegen Meng Huo, den König von Nanjong. Den König des Dschungels. Zieh dich zurück, Junge. Was willst du? Du hast keine Chance, ganz alleine gegen ihn zu kämpfen. Oh mein Gott, er hat bestimmt einen Elefanten auch. Oh mein Gott, So Quan, du bist doch bescheuert. Dann bin ich Mulu noch nicht getötet. King Mulu noch nicht getötet, dann wäre jetzt nicht mehr wegen Mua. Oh man. Hoffen wir mal auf das Beste. Wow. Mehrere Elefanteneinheiten. Attack at will! Attack at will! Zieh dich lieber zurück, Mann! Du sollst dich attacken. Wofür hast du deine Verbündeten, ne? Du sollst dich als Oberbefehlshaber gegen den Mua kämpfen. Come on, bruh! Muss sowas sein? Dann würde ich sagen, praise ING, hoffen wir auf das Beste, dass so ein Quan jetzt so stirbt. Oder aber die Verbündeten werden ganz schnell ihm zur Hilfe eilen. Who knows? Gegen Duosi, der Giftmaster. Hier ist gar kein Giftsumpf. Oh, now you made me angry. Hat man hier das Förmchen weggenommen? So this is to be my final battle. Jetzt hier was umsonst, warum sind jetzt so viele in der Mantrum? Kaffeekränzchen oder was? Kaffeekränzchen im Dschungel. Teeparty. Und ich bin nicht eingeladen, aber es ist mir scheißegal. Oh, alles nur bei 1. Das heißt, zum Quan wird wahrscheinlich ganz gut durchhalten. Selbst wenn es Chaos Mode ist, muss es nicht einfach überrannt werden. Das ist Moral sogar bei 0. Come on. Come on, So Quan, ich weiß, dass du es schaffen kannst. Du musst nur ein bisschen durchschütteln. Oh, 400 Kills schon, so schnell kann es gehen, ne? Bam! Was? Ist weggetankt? Das Tor ist noch nicht offen? Ich glaube, ich spinne. Jetzt aber. Just because we're a supply base doesn't mean we can't fight. Ja, dann zeig mir, was du kannst. Bitch, please. Wow. Du sagst, wir Supply Bases können kämpfen. Mm. Alright. Ich find's wieder doof, dass hier diese Naman-Bogenschützentürme sind, basically, und da gar keine Bogenschützen drauf sind oder Armbrustschützen.
Ist einfach unbesetzt. Finde ich mal schade. Gibt's die dann überhaupt? Ungenutztes Potenzial und so. Linkseinheit hat Nachschub bekommen, okay. Verstärkung für die Verstärkungstruppe. Ja, sowas mag ich. So, hier sind noch immer sehr viele Truppen von Mengur. Ja, natürlich jetzt alle aussortieren. Was? Das ist doch Verstärkung bekommen für Mengur? Wow. Jetzt noch Verstärkung bekommen, aber die Moral ist so hoch. Der wird nicht von Mengur einfach besiegt. Guckt euch das mal an. Waren das alle Verstärkungsturm oder kommen da tatsächlich noch mehr? Boah, die Wuchenrollen singen. Was ist doch jetzt hier nicht Einschüchter von Yang Feng? Das ist nur Yang Feng. Sieht halt stark aus dem Zier oder sowas. Komischerweise fehlt King Wutugu, ne? Der findet eine Mannrüstung. Der ist nicht da, nur die anderen Kings. Yonkai ist auch nicht da, komischerweise. Der Herrscher der von Jiangling. Was nach vorne an Zhong liegt. Das könnte das Gebiet überhaupt. Das könnte das sogar sein, ne? Das Gebiet. Andererseits würde Yonkai dann da sein. Nee, Jianning liegt auch. Ja, wobei, es liegt schon westlich von Nanzhong. Oh mein Gott, da ist er! Ich habe da eben noch vorhin gesprochen. Da ist er! König Wutugu. Oh no! Der hier einfach nur Wutugu heißt, aber er ist eigentlich auch ein King. Oh man, scheiße. Nicht cool sowas. Ja, nicht cool. Oh, jetzt kommen da die ganzen Truppen wieder raus, ne? Und ein Kontrollpunkt jetzt erschienen ist. Oh no, Mann, das ist doof. Sowas ist doof. Egal. Dafür haben wir den Osten jetzt so ziemlich gesichert. Wisst ihr was? Wait. Wo ist mein Unteroffizier, sag ich schon hier, mein Leibwächter? Du darfst. Attack at will! Hier warten und schon mal gegen Mengur kämpfen. Ich denke, das ist taktisch schlau gewesen von mir. Wir gehen wieder im Kreis. Wir haben nichts Besseres zu tun. Wir speedrunnen ja nicht. Wir besiegen Mengur noch nicht. Okay. This should not take very long. Was, Ansage gegen Wutugu oder was? This shouldn't take long. Und er hatte recht gehabt. Oh Mann, warum sind die in der Mantrum hier so schlecht? Oh, das sind für die Soldiers. Weiß ich, sind nicht wirklich eine Challenge in Dice Wars 5. Weil Schwierigkeitsgrad immer bei 1 ist. Verstehe ich nicht ganz. Sonst wird das Schwierigste, was es gab, in DW 4 und DW 3 waren so schwer zu besiegen in der Mantrum. Das sind das eher Witzfiguren. Das ist sehr schade, finde. Weil ich glaube, Extreme Legends hat schwieriger in der Mantrum. Nein, nee, eigentlich nur auf der Seite an der Mantrum. Ich weiß nicht, warum die das so einfach gemacht haben auf einmal. War nie leicht zu besiegen. Komm, drehen wir noch eine Ehrenrunde. Nehmen das Tor ein, besiegen da unten noch die ganzen normalen Trommel und dann besiegen wir irgendwann. Wenn man schon mal im Dschungel ist, muss man ein bisschen genießen, Leute. Oh. Mann, das trifft ja nie. Das war relativ stark, dieser Blade Beam. Ganz nett. Tschüss, hab noch einen Arzttermin. Oh! Okidoki. Dann wollen wir mal nach da unten gehen. Nicht, dass hier das Tor eingenommen wird, das wäre nicht witzig. Sobald die wieder ein Tor eingenommen haben, kommen da wieder extrem viele Truppen raus, wie ihr gesehen habt. Das ist nicht geil, sowas. Gut, die Luft scheint rein zu sein. Ja, komm. Es wird langsam Zeit, ne? Versuchen wir mal, Mengur zu slayen. Den King of the Jungle. Wie sind wir jetzt? Guck so und zeig, was du drauf hast. Prepare yourself. They are not prepared. Was so ein Quant scheint prepared zu sein. Naja, kämpft immer noch gegen Mengur und ist immer noch nicht gestorben. Und das im Chaos-Mode.
Aber es ist sterben nah, die verbündeten wie die Fliegen. Wow! Das sind die letzten Truppen, die übrig sind. Von wegen nur. Das war's. Ach nee, jetzt war einer. Da war noch einer. Hahaha, Menghua, du bist komplett auf dich allein gestellt. Wobei, der hat, glaube ich, noch einen Elefanten an seiner Seite. Ich meine, nicht der Elefanten, auf den er reitet, sondern noch einen anderen Elefanten, einen Typ da drauf. Kann sein, dass der Leibwächter oder so ein Quan oder die Verbündeten, die da jetzt da noch kämpfen. Ich weiß ja nicht, wer da jetzt alles ist, dass die den besiegt haben. Who knows? Wir werden es gleich sehen. Menghua alleine mit dem Elefanten ist so, auf der andere Typ da noch ist. Finden wir es heraus. Das sieht aus wie ein Giftsumpf, ne? Das ist kein Giftsumpf, oder? Ne? Ne, der Elefant ist weg. Nur der Menghua ist doch da. Komm her, Menghua! Oh Mann! Ich hab extra die Feuerkugeln jetzt vorbereitet für ihn. Mhm. Das Schöne bei den Feuerkugeln ist halt, wenn die vor sich platziert hat oder dann kommt und wird, dann unterbrechen die Kombo. Der Gegner muss sie respektieren. Deswegen sind die relativ neat. Feuerkugel. Ist nur am Blocken, ey. Der Menghua sei doch nicht so ein Pussy. Ich dachte, du willst seinen Dschungel verteidigen. Ja, Metoro liegt auf Verteidigen, ne, wenn er nur blockt. Here I go. Ah, ich glaube, ich gehe jetzt in den Südzorn. Kein Bock mehr auf den Scheiß hier. Den Kindergarten. Ich hasse es mir echt ein bisschen. Weiß nicht, ist zu cringe. Ich komme ja zu keinem Konsens hier. Die ganze Zeit nur blocken ist. Oh Mann, die Verbündeten machen alles so schwer. Bam! Feuerball auf Doom, Feuerball auf Justice. Ey, guck mal! Mann! Die Verbündeten machen alles so blöd. Das ist umständlich. Weil er aber nicht mehr zum Angriff kommt. It looks like I bit off more than I could chew. Was für eine Sterbesequenz. Enemy officer defeated. Mehr abgebissen, als ich kauen kann, was? Ach, Menghua, du bist schon einer, ey. Was zum Geier? Alles klar. Wow, Huangs Bogen. Bogenangriff plus 2 und das auf Chaos. Solche trashigen Sachen bekommst du hier. Wu Liang. Das ist der Moment, wenn Zhuge Liang sich dem Wu-Turm anschließt und sich Wu Liang nennt und zum Armbrustschütze wird. Ich mach nur Spaß. Kann niemals passieren. Gut, Leute, das war's. Das war die Exkursion ins Dschungelgebiet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr uns wieder gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!